Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, ja, das zweite Mal drucken, diesmal mit Schablonen. Und ihr seht, das sind die von Action. Also alle Schablonen, die ich jetzt so verwendet habe, sind von Action. Ich mache die auch nicht sauber, sondern die lasse ich so. Ich habe letztendlich gar nicht viele davon benutzt. Also ihr könnt kombinieren, ihr könnt auch nebeneinander, übereinander, wie auch immer drucken. Eurer Fantasie ist wirklich keine Grenze gesetzt. Macht einfach, probiert einfach aus. Hier habe ich diese Schablone noch. Ja, das lege ich mal auf die Seite. Ich habe jetzt diesen Roller genommen, diese Walze, und die ist richtig gut. Ich hatte vorher die oder arbeite auch weiterhin mit der, aber die hat sich an der Seite etwas ausgestellt und da kommen dann viele Kanten rein, wenn ich ausrolle. Mal gucken, vielleicht kann man das nochmal richten. Ich glaube es nicht, aber ja, klasse, bin begeistert. Das ist jetzt die mittlere Rolle, in der Packung sind drei gewesen, die ganz kleine, die große und eben die mittlere, und ich habe mich für die mittlere eben entschieden und klasse. So, ich habe ja begonnen mit diesem Druck, der ist jetzt fertig soweit. Ich habe schon ein paar Videos eben gemacht über diese Art von, ja, Mappen letztendlich. Das könnt ihr dann in den anderen Videos mal nachsehen, wie das dann weiter funktioniert. Aber das ist erstmal so die Grundvoraussetzung, um eben da was Schönes draus zu machen. Das ist einmal das eine. Dann habe ich mit Kopierpapier gearbeitet. Kopierpapier ist klasse. Sollte man vielleicht etwas dicker nehmen. Natürlich gehört auch dazu, dass mal was nicht so funktioniert. Das seht ihr auch im Video. Und diese Sachen aber bitte nicht wegschmeißen. Die kann man dann wunderbar für Collagen wieder verwenden. Und aus dem nächsten Druck ist dann dies hier entstanden. Da habe ich das dann nochmal abgenommen, die Restfarbe letztendlich. Ja, also nichts wegschmeißen. Ich finde es trotzdem klasse. Und auch weil es jetzt eben so, ja, so dünn ist, schon nicht schlecht. Aber das ist wieder ein anderes Projekt. Hier habe ich wieder mit meinem Roller drüber gerollt, die Farbe abgenommen letztendlich, damit ich wieder eine andere Farbe, mit einer anderen Farbe arbeiten konnte. Und jetzt zeige ich euch so nach und nach die Sachen, die einfach daraus entstanden sind. Wie gesagt, ihr werdet es im Video noch sehen. Das ist der erste Druck. Und also der orange-gelbe Druck. Und das ist der Ghost-Druck, also der zweite Druck. Und dann habe ich noch andere Farben, andere Drucke darüber gelegt. Dann hier mit den Blautönen und der Reste von den anderen Farben noch, die auf der Platte waren. Hier wieder in Blautöne. Hier auch. Da war ein hellerer Druck drunter. Vielmehr, ich bin da mit weißer, ja, mit einem weißen Ghost-Druck praktisch nochmal drüber gegangen. Hier eine Kombination mit den Schildkröten und so Kritzeleien, und die habe ich mit so einem Shaper gemacht. Das ist so ein Gummipinsel letztendlich. Also wirklich was Weiches nehmen, wenn ihr darauf arbeitet, und nicht scharfkantig. Ganz, ganz wichtig. Also bitte drauf aufpassen. Hier habe ich auch wieder so Reste abgenommen, auf einen anderen Druck drauf gedruckt praktisch. Ich habe einfach mal rumprobiert und ihr seht, wie sich das entwickelt letztendlich. Hier ist eigentlich Türkis, das sieht natürlich auf dem Neon-Untergrund ganz anders aus, eher ein
ja, grau ist es geworden. Allerdings, wenn man diese Sachen rausnimmt, seht ihr, dann bekommt man sowas. Ist doch toll. Oder man umrandet es mit schwarzem Feinliner und schon ist ein tolles Bild oder sogar eine tolle Karte entstanden. Hier habe ich noch mal was. Das finde ich auch sehr interessant. Das Silber von Bösner finde ich zum Abnehmen auch richtig gut. Da braucht ihr aber gar nicht viel. Wenn zu viel Farbe drauf ist, kann man die Farbe nicht mehr so sehr gut abnehmen. Also das ist Erfahrungssache, das müsst ihr ausprobieren. Das Magenta ist natürlich toll, gefällt mir sehr. Also Pink ist sowieso schön. Da ist wieder ein Rest, den ich abgenommen habe. Hier ist wieder mit Silber. Einfach toll. Auch diese Stelle ist gut. Also diese finde ich auch klasse. Bitte. Oder hier. Also das ist eher gedeckt. Ist nicht so meins. Das bin ich einfach nicht. Bei mir muss einfach knallig sein. Hier, das gefällt mir auch. Das sind wirklich zum Schluss auch die Reste, die ich da abgenommen habe. Und die Farbschattierungen sind total interessant. Seht ihr? Da kann man alles Mögliche rausschneiden und richtig tolle Karten draus machen. Kleine Kunstwerke draus machen. Das ist vom Anfang, ziemlich vom Anfang. Das finde ich klasse. Also immer wieder mit einer Schablone drüber gehen an der gleichen Stelle und die Restfarbe drauf lassen und dann alles miteinander abnehmen. Finde ich toll. Also das ist eins der schönsten Blätter. Das finde ich auch klasse. Das ist auch die Restfarbe abgenommen. Hier wieder kombiniert. Und ihr könnt die Schablonen wirklich übereinander legen, nebeneinander legen. Also wirklich arbeitet, wie es euch gefällt. Probiert aus. Seid einfach kreativ. Und hier, das muss ich euch noch zeigen, das ist jetzt ein Blatt. Da habe ich einfach nur die Farbwalze immer wieder sauber gemacht. Seht ihr? Und wenn man sich das aber genauer ansieht, schaut mal, der Ausschnitt. Ist das nicht gigantisch? Also das werde ich auf alle Fälle verwenden. Auch die anderen Sachen. Da mache ich so nach und nach Collagen, wie auch immer. Und ich möchte auch ein Leporello nochmal gestalten. Und da möchte ich eben auch diese Bilder oder diese Blätter mit teilweise verwenden. Einfach mit Kleben, Mixed Media machen letztendlich. Und da kann man natürlich auch so dunklere Sachen sehr gut gebrauchen. Ja, ihr könnt auch, wenn ihr so einen einfachen Druck habt, einfach mit Stempel drauf gehen. Ihr könnt drauf malen, ihr könnt es reißen, ihr könnt kleben und dann wieder drauf malen. Also ihr habt wirklich alle Möglichkeiten und es macht immer riesig Spaß. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen, wie diese ganzen Blätter entstanden sind. Und beim nächsten Mal sehe ich, da werde ich wahrscheinlich die Gummistempel, die großen Runden, die ich gekauft habe, die werde ich mal vorbereiten. Und ich möchte euch auch noch zeigen, wie man so selber Stempel mehr oder weniger macht. Also bleibt gespannt. Viel Spaß jetzt hier beim Ansehen. Und ja, über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Und jetzt geht's los. So, heute machen wir mit dem Drucken weiter und ich brauche für meine ganz kleinen Bilder, ich zeige euch mal das, wo habe ich denn eins? Hier. Für meine kleinen Bilder brauche ich natürlich was zum Aufbewahren und hier habe ich einen Rest. Das ist auch so ein Bristelpapier von Bösner. Ich schreibe euch das unten in die Infobox rein. Das habe ich, das ist 42 cm in der, ja, Länge und 15 cm in der Breite. Viel mehr
Ja, und jetzt habe ich mir meine Schneidemaschine vorbereitet, aber diesmal falze ich damit. Und zwar, weil ich das Ganze 15 mal 15 haben will, lege ich das bei 15 an, falze mir das. Dann gehe ich auf 16 cm. Muss ich mal gucken, dass ich das richtig erwische. 16 cm, ja, reicht. 16 cm. Dann auf 31, also 15 und 15 sind 30 und der Zentimeter dazu sind 31 und dann auf 32. So. Und der Rest, den ihr hier seht, den nehme ich dann als Lasche. Ja, das werden wir jetzt mal weg. Machen wir mein Messer wieder rein, dass ich das nicht verliere. So, auf die Seite damit. Und ja, hier habe ich mir das jetzt gefalzt, weil wenn ich das nämlich bedrucke, dann habe ich ja, mache ich die Falzlinien gleich mit, weil die bleiben dann nicht weiß oder sollten dann nicht weiß bleiben. Wir werden sehen. Dann runde ich mir die Ecken ab. Seht ihr? Das sieht immer ein bisschen gefälliger aus. So. Ja, gefällt mir jetzt nicht so ungefähr unbedingt. So, nochmal. Ja, jetzt passt es besser. Also gut reinlegen und dann drücken. Und so hat man so tolle Rundungen. Ja, den habe ich leider nicht mehr gefunden für euch. Den konnte ich euch nicht verlinken, aber einen anderen. Ich glaube, der ist genauso gut. Ja, das haben wir jetzt hier. Legen wir weg. Und dann radiere ich schnell den Bleistift noch weg. So, wo ist jetzt ein Radierer? Immer wenn ich einen suche, dann habe ich keine, aber doch. So, hier. So. Reste dürfen drauf sein, das macht ja nichts. Das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt lege ich mir meine Gelplatte hier drauf. Ich habe wieder die Acrylplatte drunter und nehme mir auch wieder meine große Gelplatte. Ich habe ja noch andere Platten, die zeige ich euch so nach und nach. Nicht alles auf einmal, das wird ja zu viel. So, jetzt nehmen wir erstmal die Folie ab. Also mir ist die Folie da geknickt. Passt bitte beim Runtermachen auf, weil wenn ihr die immer drauflegt, dann ist es noch besser geschützt. Das ist immer gut. So, ein Haar von meiner Miezekatze. Na, jetzt ist weg. So. So. Okay, jetzt lege ich mir die wieder drauf. Möglichst so, dass nicht zu viele Blasen drin sind. So. Und wie ihr seht, es hält. Ja, hier habe ich das. Heute nehmen wir mal die anderen Roller. Raschel, 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 ich weiß. Entschuldigung. Ich habe ja drei gekauft, drei neue. Okay. So, alles ist soweit vorbereitet. Die Roller sind da. Feuchttücher, wenn ihr welche braucht. Heute habe ich auch noch mal etwas anderes Papier mit dabei, also ein Kopierpapier, etwas dünner. Da seht ihr dann auch, wie das funktioniert. So,
Also macht euch wirklich schön Platz, damit ihr auch arbeiten könnt. Bei mir wird immer irgendwie alles zu eng. Aber naja, auch das bekommen wir hin. Hier habe ich die Schablonen, wie ihr seht. Und die werden wir jetzt so etwas mitverwenden. So. Also solche Reste, da könnt ihr ganz wunderbare so Aufbewahrungsmappen machen. Die sind nämlich richtig, richtig schön. Und ich hatte jemanden, die das gerne sehen wollte. Ja, und für dich machen wir das jetzt. Okay. So, ich suche mir jetzt eine Farbe aus. Das solltet ihr auch zuerst machen. Irgendwas, was euch gefällt. Eure Lieblingsfarben. Meine sind entweder Orange, Gold, Rot, Gelbtöne oder eben dann das Türkis und Blautöne. Grün mag ich auch. Also ich mag eigentlich alle Farben, aber ja, jeder hat so seine Lieblingsfarben. Und ich möchte das verstärkt mit Türkis machen und verschiedenen Blautönen und dann sehen wir das. Das wird sich sowieso wieder verselbstständigen, wie es halt immer ist bei mir. Aber ihr werdet sehen, das geht euch ganz, ganz genauso. Hier habe ich das Türkis vom Golden. Das nehme ich mal her. Dann ein Ultramarinblau. Petaloblau. Ach ja, und lila Töne sind natürlich klasse, klasse dazu. Das Violett und das Purple. Schauen wir mal. Ja, wir fangen einfach an. Türkis. Bisschen was. Ihr braucht gar nicht so viel. Meistens ist es eh viel zu viel, was man drauf macht. So. Und jetzt sehen wir mal, was das für eine Farbe letztendlich ergibt. Ich habe jetzt den mittleren, die mittlere Walze. Schau mal. Oh ja, die ist gut. Klasse. Klasse. Oh, oh, ja. Schön. Und schon wieder ein Haar. Raus damit. Wenn man denn das rausbekommt. Nein, ich bekomme es nicht raus, dann soll es drin bleiben. Auch gut. So. So, ich nehme mir jetzt das Papier und lege das einfach drauf, wie ich meine. Seht ihr? Rotzifotzi, das geht ganz schnell. So. Seht ihr? Aber das ist mir zu dunkel. Ich möchte es nur ein bisschen heller haben. Und da machen wir vielleicht doch mit dem Grün mit dazu. Wir probieren es einfach aus. Also probiert wirklich alles aus, was euch gefällt. Erlaubt ist alles. Ist wirklich alles. Macht, wie es euch passt. Und dann ist gut. So. So, dann legen wir da noch was drauf. Seht ihr? Und ihr müsst ja nicht das Ganze drauflegen, einfach nur so partiell. Und das ergibt auch so die Eigenheit und das, was dann auch so ausmacht.
das was so richtig klasse macht. So. Ja, gar nicht so schlecht, oder? So, machen wir hinten den Rest drauf. Ich gehe jetzt einfach mal so drüber. Seht ihr? So. Und dann machen wir etwas Gelb mit drauf. Zu viel. Ihr seht, hoffnungslos zu viel, also machen wir uns da was runter. So, ich glaube, das reicht. Und denkt immer dran, die Farbe mischt sich auch auf der Gelplatte. Also wenn ihr Blau darunter habt, Türkis, wie auch immer, und ihr macht Gelb drauf, wird es dann doch größtenteils wirklich das Grün. Aber ihr werdet es gleich sehen. Hier noch etwas Gelb. Ich habe ja noch was. Klasse, oder? Ja, das ist schon gar nicht schlecht. Nehme ich soweit die Reste noch ab. So. So. Jetzt schauen wir mal. Ich würde ganz gern außen noch mal mit ein bisschen Lila arbeiten. Aber da nehme ich jetzt die Restfarbe ab und dann gehe ich erstmal lege ich mir so eine kleine Schicht Weiß drüber. Ihr seht, ihr braucht eigentlich gar nicht so viel Farbe, also lieber etwas sparsamer damit umgehen. Das, ja, so viel braucht ihr da gar nicht. Ja, dann nehmen wir jetzt mal ein Kopierpapier und legen wir das mal da drauf und nehmen das jetzt erstmal den größten Teil der Farbe mit dem Kopierpapier ab. Gut festdrücken, wie immer, ganz wichtig, passt aber auf, dass ihr euch nicht schneidet, Papier ist sehr, sehr scharf, also vorsichtig. So.
So. Seht ihr? Und jetzt ist die Farbe fast ganz hier unten. Und ihr habt ein wunderschönes Papier. Also mit dem Kopierpapier ist es klasse. Nehmt aber vielleicht ein bisschen ein stärkeres Kopierpapier. Ich habe da jetzt das ganz normale, einfache Kopierpapier. Und da müsst ihr das Papier auch nicht zu lange auf der Platte lassen, wie bei dem dicken Papier. Da saugt sich das schneller voll und dann kann man das nämlich auch schneller wieder runternehmen. Cool, oder? Schon mal richtig, richtig klasse. So. Und jetzt suche ich mir da eine Schablone aus, die mir gefällt. Welche gefällt mir denn? Ui, das ist gut. Das ist gut. Also Schablonen von Action. Die kann man da richtig, richtig gut verwenden. So, der ist sauber soweit. Jetzt wollte ich da noch was mit Lila drauf machen. Lila, ja. Ich glaube, das Purple, das Dunkle ist schon besser. So, ein paar Tropfen reichen oder müssten reichen. Und wie ihr seht, es reicht. So, hier lege ich jetzt die Schablone drauf, nehme mir so ein Butterbrotpapier. Und nehme hier mal die Schicht runter. Cool, oder? Jupp. Mal sehen, ob man da noch was abnehmen kann. Ja. Das muss man ziemlich schnell machen. Wenn das nämlich antrocknet und das geht auch wirklich schnell, dann ist das natürlich fast nicht mehr zum Abnehmen. Aber seht ihr? Cool, oder? Das machen wir jetzt nochmal. Aber mit Blau. Schauen wir mal, wie das wird. Cool, oder? Das macht sich richtig, richtig klasse. Seht ihr? Richtig fest drücken, dann geht's runter. Ja, Hammer. So, diese Seite finde ich gut, die lassen wir auch so. Und jetzt machen wir die andere und da nehmen wir aber auch das hier. Wir nehmen jetzt das mal ab. Schauen wir mal, was geht.
So, dann machen wir noch mal mit dem Blauton. Das ist Thaloblau. So drei Tropfen reichen im Normalfall. Und ihr werdet sehen, wenn ich später dann nochmal einen Druck und die Restfarbe abnehme, wie klasse das dann wird. Das wird richtig gut. Ich lege das nochmal drauf. Druck mir erstmal hier ein paar Stellen. So. Ja, das trocknet unheimlich schnell an. Das geht ratzifatzi. Und sobald es so trocken wird, dann ist natürlich das schwierig, da nochmal Farbe abzubekommen. Aber es geht. Zack. Seht ihr? Klasse, klasse. So, richtig, richtig gut. So, das legen wir mal auf die Seite. Und jetzt habe ich mir überlegt, mache ich mit dem Silber, also diesmal nicht mit Weiß, sondern mit dem Silber eine Schicht drauf. So. Dann werden wir mal sehen, wie das dann wird. Schauen wir mal. Ja, mit dem Weiß ist es ein bisschen besser abzunehmen als mit dem, naja, obwohl. Boah, seht mal, ist doch gigantisch, oder? Der Hammer, toll. So. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich noch etwas Silber drauf haben möchte oder eher Gold. Aber ich glaube, ein bisschen Silber wäre gar nicht schlecht. Überlegt es euch, was ihr gern haben möchtet, und dann macht ihr das einfach. Ich mache es genauso. Dann lege ich einfach los. Ich habe hier so ein Netz, das kennt ihr sicher auch, Kartoffelnetz, das lege ich mir jetzt da drauf und dann drucke ich mir da ein paar Sachen durch. Seht ihr? Hier noch. Tolles Muster. Er gibt ein tolles Muster. Hammer. Bin begeistert. Nicht aufdringlich mit dem Silber. Hier noch etwas. Ja, ich glaube, ich lasse das so. Ja, jetzt wird's.
Und hier könnte man Gold drauf machen. Also, abnehmen. Und jetzt kann man eigentlich ein bisschen von dem Gold, von dem Silber abnehmen. Nehmen wir jetzt einfach so mal ab. So. Und dann legen wir uns gleich noch etwas Gold drauf. Spielt einfach. Macht, was euch gefällt. Spielt, versucht, probiert aus. Nur durch Irrtum und Erfolg kann man dann so manches Muster ja herausfinden oder einfach entstehen so manche Bilder, die richtig, richtig klasse sind. So, ich lege da jetzt nochmal das drauf. Ja, wunderschön. Passt sehr, sehr gut. Klar, Gold zu Gelb passt immer. Seht ihr, ganz wenig, aber trotzdem hat es einen riesen Effekt, wie ich finde. So, hier noch. Okay, da noch ein kleines bisschen habe ich noch was, ja, hier habe ich noch was. So, passt, seht ihr, wunderschön. So, hier lege ich jetzt noch etwas Orange und Magenta mit dazu und das lege ich ganz fein drauf, also gar nicht viel. Und nehme das ab, aber ich habe da Kopierpapier, lasst es nicht zu lange drauf. Ich habe es zu lange drauf gelassen und dann löst sich das Papier auf oder nehmt ein etwas dickeres Papier. Hier seht ihr das, aber werft diese Sachen nicht weg, die kann man wunderbar für Collagen noch nutzen. Jetzt habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt damit, und jetzt lege ich noch eine kleine, also dünne Schicht von dem Weiß noch drauf. Und nehme den Rest, so weit es geht, noch mit runter, mache die Platte wieder sauber. Und ja, mal, ich sehe, was kommt. Nun nutzt es einfach. So, das ist jetzt für mein Dafürhalten fertig. Erstmal. Und wenn ich dann ganz damit fertig bin, dann zeige ich euch das. Weil ich habe ja schon ein paar gemacht, die sind ja schon auf meinem Kanal. Und ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so interessant. Allerdings, wenn es euch doch interessieren würde, schreibt es mir bitte in die Kommentare rein. Und dann mache ich nochmal ein komplettes Video, wie das Ganze vonstatten geht. Okay, einmal fertig. Ja, und jetzt geht es wieder schneller weiter, sonst wäre das ganze Video also einfach zu lang. Das wäre einfach zu viel. Spielt mit den Farben, ich sage es ganz oft und ich glaube, das kann man auch nicht oft genug sagen, probiert es aus. Hier mache ich den ersten Druck mit Kopierpapier und dann mache ich noch den sogenannten Ghost-Druck, also den zweiten Druck. Das ist er noch nicht. Jetzt mache ich die Schablonen runter. Das ist der Ghost-Druck. Normalerweise nimmt man das dann gleich so ab. Ja, hier seht ihr das. Jetzt ist natürlich noch Restfarbe drauf und da kann man ja spielen, wie ich vorhin schon sagte. Ich habe mich hier für Blau und Türkis entschieden. Und ja, das ist gar nicht so schlecht geworden. Allerdings für mein Dafürhalten zu dunkel, also für mich. Aber ja. Das kann natürlich jeder machen, wie er will. Hier habe ich eine alte Magenta, die muss man, also Farbe, die muss man dann wirklich gut aufschütteln wieder, dass das sich wieder gut vermischt. Hier nehme ich den ersten Druck wieder ab, nehme die Schablone weg. So.
und dann lege ich ein anderes Blatt, das ich schon bedruckt habe, seht ihr, das vorherige drauf. Mache mir jetzt noch eine weiße, dünne Schicht drauf. Die muss gar nicht so dick sein. Es ist immer besser, wenn es etwas dünner ist und drückt es auch sehr gut an. Und da seht ihr, wie die Farbe wunderbar mit weggeht, auch die Restfarbe. So, und blau. Mit etwas dunklerem Blau dazu und die Schablonen, also wirklich, ihr könnt damit spielen. Probiert alles aus, übereinander, nebeneinander, ganz egal. Probiert einfach aus, probiert euch aus, probiert das Material aus. Ich bin auch dann am Überlegen, was denn dann passen würde. Und macht es einfach. Wisst ihr, es kann ja nichts kaputt gehen. Was soll denn dabei kaputt gehen? Ihr werdet sehen, oder wie ich auch das oft feststelle, für mich, wenn ich dann so im Flow bin und so wirklich gar nicht drüber nachdenke letztendlich, sondern einfach nur mache und Freude an der Farbe habe, dann entstehen die schönsten Bilder. Und ich finde es auch richtig, richtig klasse, wenn da noch Farbe drauf ist, die man dann wiederum mit abnehmen kann. Und die gibt so ein richtig, ja, wie soll ich sagen, Vintage-Stil, kann man das so nennen? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich das richtig, ja, sag. Natürlich kann man auch mit dem Weiß wieder etwas aufhellen, wie ihr gesehen habt. Und hier lege ich jetzt wirklich das Blau, auch nur eine dünne Schicht darüber und nehme mir die Farbe wieder ab. Diesmal dunkler, aber wer weiß, für Collagen und solche Sachen ist es auch wunderbar zu verwenden. Hier habe ich noch mal eine Schablone, die ist auch vom Action, und da rolle ich mir einfach nur etwas darüber, nehme den ersten Teil mal ab, gehe noch mal mit Gelb darüber. Hier habe ich so einen ja, Pinsel ist es nicht, das ist so ein Shaper. Und mit dem kann man recht gut drin arbeiten oder darauf arbeiten. Das ist nämlich ein weiches Material. Und da macht man sich die Platte nicht kaputt. Hier der Farbauftrag gefällt mir auch ganz gut von der Rolle. Auch gut. Ja. So kann man wirklich alles verwenden und abnehmen und ausprobieren. Und ja, macht. Ich habe das jetzt nicht übereinander, sondern nur hintereinander gelegt, also aufeinander letztendlich. Aber ihr könnt wirklich alles machen. Seid kreativ und nutzt das alles. Ich finde die Schablonen auch richtig toll. Die sind auch gar nicht teuer. Die kann sich wirklich, glaube ich, jeder leisten. Wenn man dann wieder richtig einkaufen kann bei Action. Also übers Internet habe ich das noch nicht probiert. Aber hier bei uns, ja, ich gehe halt gern gruschen. Das heißt, ich sehe mir das Material einfach gern an und entscheide dann, ob ich das mitnehmen möchte oder nicht. Hier das Silber finde ich auch ganz klasse. Und da braucht ihr wirklich gar nicht viel. Ganz am Anfang, wie ich das Silber verwendet habe, habe ich da immer so viel drauf gemacht und festgestellt, ups, da funktioniert das nicht. Also eher eine kleine, dünne Schicht und dann funktioniert es am allerbesten. Jetzt bin ich lang aus dem Bild gewesen. Jetzt kommt noch mal das Blau, der Blauton. Da nehme ich noch etwas ab auf das andere Blatt. Dann gehe ich noch mal mit dem kleinen Shaper etwas darüber. Das ist so eine Silikonspitze. Und lasse es etwas antrocknen und gehe dann vorsichtig mit dem Silber wirklich wieder eine dünne Schicht drüber. Da hat sich was verschoben, also passt auf. Und habe das über das Dunkle gelegt. Ja, ihr bekommt dann natürlich die Detailansichten
vielmehr ich habe die Detailansichten gemacht, damit ihr die Bilder dann auch noch und die Blätter auch noch mal seht, richtig seht. Also auch immer wieder mal noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn sich die Farbe nicht löst, noch mal rubbeln und dann löst sich das. Hier sind wir schon bei den Detailansichten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!